Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. In der letzten Folge haben wir eine unglaublich spannende Informantenmission absolviert, die ich erst nach ein paar Sekunden gecheckt hatte. Und zwar war das ja so ein Parcours, wo man ein paar Flaggen sammeln musste. Und jetzt würde ich einfach mal behaupten, wir gehen gleich über zur nächsten Mission, die da lautet, wir müssen eine Befragung durchführen. Und eine Befragung ist ja was anderes wie eine Belauschung, ne? Oh, da ist eine Flagge, guck mal. So eine Befragung ist ja was anderes wie eine... Verdammt! Scheiße! Okay, wir müssen kämpfen, wie schon zum letzten Mal zum Auftakt. Gibt's jetzt hier ein paar Fratzenhammer, mein Freund? So, ich war gerade noch am Ziel. Ja, das war so ein Flaggenparcours, den wir halt für diesen einen Informanten da machen mussten. Habe ich dann erst später gecheckt, aber wir haben es geschafft. Also die zweite Informantenmission haben wir erfolgreich erledigt. Yeah. Und jetzt legen wir uns hier einfach mal wieder mit ein paar Wachen an. Ich weiß, ist nicht ganz Assassinen-like, aber hey, ist doch egal. So ein bisschen Spaß will man doch haben. Aber natürlich nicht, wenn wir jetzt gleich tot sind. Boah, das sind ganz schön starke Soldaten, merke ich gerade erst. Okay, ich glaube, wir sollten vielleicht flüchten. Ist das eine gute Idee? Okay, komm. Den holen wir noch weg. Oder schaffen wir es? Ich weiß es nicht. Ja, sieht gut aus. Komm's. Na komm. Und du auch. Was macht dich so besonders? Alter, ich suche schon die ganze Zeit nach einem Fluchtweg, den wir möglicherweise eindingsen könnten. Na, wie heißt's? Einleiten. Vielleicht schaffen wir es ja doch so, ich weiß es nicht. Bams! Alter, geh weg! Boah, das werden immer mehr. Aber es sieht gut aus. Einfach mal so ein richtig dickes Gemetzel zum Folgenbeginn. Das ist doch auch mal lustig. So ein bisschen wie bei GTA. Du bleibst stehen. Den holen wir uns jetzt auch noch. So, jetzt rennen wir weg. Wie so ein Feigling. Na komm, hier hoch. Ja, ob ich das kann. Okay, wenn Altair wieder nicht so blöd wäre, hätte es sogar geklappt, aber... Na komm! Ja! Verdammt! Die haben uns. Ja, die sehen immer noch, wo wir sind, aber dann rennen wir einfach mal in die Richtung hier weg. Ma, das ist zum Kotzen, ey. Da will man einfach nur ganz normal... Was hier die nächste Mission starten und dann wird man da wieder erwischt. So, jetzt sind wir in Sicherheit. Meine Herren. Unglaublich. Ich wollte eigentlich nachher noch so ein paar Bürgerretten-Missionen machen, aber jetzt haben wir ja schon so viel hier rumgeschnetzelt. Da geht ja dann auch irgendwann ein bisschen das Feeling verloren. Oh. Eieiei. Die wissen bestimmt, dass wir das sind. Wir flüchten einfach mal hier lang. Und dann hier hoch. Und dann quasi wieder zurück. Wo jetzt einige Leichen unseren Weg pflastern werden. Naja, ich bin doch schon weg. Da ist wieder so ein Psychopath, der uns... Ja, ja, komm, beruhig dich. So, hier ist so eine Befragung. Ich hol schon mal die Fäuste raus. Nee. Zu weit entfernt, okay. Nein, ihn hier. Erwartet keinerlei Gegenleistung. Lasset seine Großzügigkeit als Beispiel für uns alle dienen. Wir alle sollten danach streben, so zu sein wie er. So, dem hauen wir jetzt gleich mal schön auf die Fresse. Wir warten noch, bis er ein bisschen weg ist. Lalalalalala. Hey, du Penner! Erzähl uns mehr über Abu Nugut. Du hast es ganz schön drauf, du Penner. Rede.
Steh auf, rede. Ich rede. Brav. Ich habe keine Lust für ihn zu sterben. Sein Gold ist mein Leben nicht wert. Eine weise Entscheidung. Also, was wollt ihr? Ich muss mit dem Händlerkönig sprechen. Ach, viel Glück. Er verlässt seine Gemächer so gut wie nie. Warum? Hat er Angst? Keine Angst. Hass. Er hasst sich selbst, ebenso wie das Volk, dem er vorgibt zu dienen. Sperrt sich in seinem Quartier ein, vor lauter Scham. Er kann sich nicht ewig verstecken. Nein. Diese Feierlichkeiten. Er kommt heraus, um zu sprechen, um auf das Volk herabzusehen. Für das Gemeinschaftsgefühl, denke ich. Aber nur kurz. Was ist mit ihm, dass er sich derart zurückzieht? Seht selbst. Und nun lasst mich gehen. Euch gehen lassen, damit ihr ihm sagt, wie mein Plan lautet? Ich sage kein Wort. Nein, ihr werdet schweigen. Stirb! Gute Nacht. So. Informationsbeschaffung abgeschlossen. Der Händlerkönig wird nach draußen treten und während eines Festes eine Rede vor den Gästen halten. Und das ist doch der perfekte Moment, um zuzuschlagen. So. Ich würde mal sagen, einfach mal, weil ich glaube, dass es da nicht mehr viel zu holen gibt, könnten wir ja so langsam mal in Richtung zurückgehen, also Richtung Assassinenbüro. Aussichtspunkte, Bürger retten, Attentat, Wissen. Wir könnten noch eine Wissensdingens hier machen. Weiß ich gar nicht, sollen wir das jetzt noch machen? Das ist wahrscheinlich dann hier hinten irgendwo. Wir sind gerade hier in dem Eck. Wir lassen dann einfach diesen einen Aussichtspunkt vielleicht aus. Weiß ich noch gar nicht, schauen wir mal. Vielleicht machen wir den auch noch, wir haben ja jetzt genug Zeit. 20 Minuten, ne? Die letzte Folge, die veröffentlicht wurde, also die gestrige, war nur... Ja. War nur 17 Minuten oder 18 Minuten lang. Das kann mal mehr, mal weniger werden. Das ist halt einfach, wie es halt gerade ist. Ne? Das dürfte jetzt nicht auf die Goldwaage legen, sag ich mal. Aber so 20 Minuten ist so der, ich sag mal, die Richtweise, die Richtzeit, sag ich mal. Ne? Nein, verdammt, ich wollte die scheiß Klinge benutzen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Stirb. So, ist hier irgendwo jemand? Ach du Heilige! Nein, kein Templer! Nein! Ich kann gar nichts machen gerade. Das... Hallo! Alter! Boah, ich konnte gerade überhaupt nichts machen. Das ist mal ein heftiger Templer. So, hier rüber und hier rüber. Komm! Stirb! Boah, das erste Mal, dass wir vor dem Templer flüchten müssen, ist ja krass. Komm, schnell! Boah, da will man einfach nur mal einen hinrichten auf dem Dach. Und dann geht das einfach mal total in die Hose. Verdammt, ey, das gibt's doch gar nicht. Na, immerhin sind wir jetzt in der Nähe vom Aussichtspunkt. Der ist nämlich da drüben. Aber eigentlich wollte ich da ein bisschen ruhiger hin. Also jetzt nicht wieder hinschlachten. Aber naja, gut. Irgendwie geht in dieser Folge ein bisschen was schief. Aber das muss ja auch mal sein, ne? Kann ja nicht immer alles gut gehen. Und das wäre ja auch langweilig, wenn ich hier so assassinenmäßig total cool durchlaufen würde. Ist ja auch überhaupt nicht Sinn des Spiels, ne? Sinn des Spiels ist es ja, sich irgendwie durch die Städte zu schlachten. Und alles Lebende zu töten. Und falsch rum auf dem Aussichtspunkt zu sitzen. Das ist auch sehr wichtig. So. Wo ist das Ding denn da unten? Bloß nicht ins Wasser hüpfen, dann bist du nämlich tot, mein Freund. Ui. Wusch. Okay. Haben wir jetzt noch irgendwas? Ist hier irgendwas aufgegangen, freigeschaltet, irgendwas? Nee, aber da ist noch irgendwo ein Aussichtspunkt da hinten. Ja, da würde ich ja gerne hin, ne? Ach, der sei nicht gepriesen, der sei umgebracht. Und zwar bald. So, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier hochkommen. Das wird wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Ja. Genau so ist es. Also rennen wir einfach mal hier einmal umher. Halt die Fresse. Ich habe schon Trilliarden deinesgleichen getötet. Du Penner. So, macht mal Platz hier.
Boah, was ist hier denn schon wieder los? Ist irgendwas umsonst? Ein Kind. Ja, ich bin ein Kind. Denn ich spiele Videospiele. Was willst du? Naja, dann gehe ich halt, ich gehe ja schon. Gehe ich halt hier lang. Ich wollte gerade sagen, der sieht mich doch gar nicht mehr. So, so geht's aber, ne? So darf ich. Okay, vielen Dank. Hopp, und hier hoch. Und hier sind irgendwelche kryptischen Zeichen. Das ist wahrscheinlich irgendeine Sprache, die hier geschrieben und gesprochen wird. Kenne ich mich aber so gar nicht mit aus. Aber womit ich mich auskenne, synchronisieren. So, jetzt müsste hier aber noch irgendwo, ja, Aussichtspunkt, bla bla, irgendwo noch was aufgegangen sein eigentlich, ne? Weil eigentlich, Gelehrte, ja, ist ganz toll. Haben wir hier nicht noch irgendwas zu tun? Da fehlt doch noch was. Ich bin doch nicht bedeppert. Ich sehe das doch da. So, dann 11 von 15 Optionalziele, bla bla. Ja, hm. Darunter hüpfen wir jetzt. Naja, komm, egal. Wir springen darunter. Und gleich wieder raus und holen uns jetzt noch schnell den letzten Aussichtspunkt aus dem Weg. Mach mal Platz, Dicker. Guck mich nicht so an. Weg. Ja, du bist selbst dran schuld. Ich habe gesagt, weg. Dumme Nudel. Boah, kommen wir da? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Ich kann euch jetzt aber nicht versprechen, dass es funktioniert. Hier rüber zu... bloß nicht ins Wasser fallen. Ich suche auch nichts, ich will eigentlich nur... Hast du mich gerade schon wieder Bauer genannt? Hallo. Deine Mutter war auch ein Bauer. Ein sehr guter sogar. Ein Milchbauer. Und deine frisst gern rohe Schweine. Ah, warum kippt er... Oh, schade. Ich dachte, der fällt runter. Hätte ich ihm gegönnt. Was ist da unten denn los? Voll der Aufstand da hinten. Da ist wieder so ein Prediger. So wieder so ein Prädikat. Der da seine Phrasen von sich gibt und irgendwelche Scheiße labert, die kein Mensch hören will. So, da unten sind Gelehrte. Aber wohin die uns führen sollen? Wahrscheinlich in den Kirchturm hier. Boah, der ist auch wieder so hoch. Boah, das ist echt cool mit diesem Festhalten. Das gefällt mir. Was von hier oben? Soll ich dir was spenden? Du kannst mich mal. Ja, ich weiß das selber gerade. Von da hinten? Was willst du denn machen von da hinten? Hm, was willst du denn machen? Ui, der war aber schön. Einmal über Kreuz. Geil. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Und dann... Boah, ich hoffe, der schafft das. Schafft das! Krass, wie der auch nochmal so ein Flug einfach nimmt. Und dem Flug quasi nochmal Anlauf nimmt, um dann dahin zu hechten. Respekt, Alter, hier. Respekt. Und hier gibt's schon richtig coole Musik gerade. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns hier gerade auf einem Kirchturm befinden. Was war da oben denn? Ach, eine Flagge. Naja, die ignoriere ich jetzt einfach mal gekonnt. Also, habt ihr irgendwas gesehen? Ich nicht. Boah, jetzt müssen wir uns hier an der Seite entlang bewegen. Na, ist abgerutscht oder was? Ich bin doch noch so jung. So, hier hoch. Und weiter nach oben. Immer weiter, immer weiter. Boah, das ist wieder so ein Riesenteil, ey. Heftig, heftig. Ich glaube, das ist der höchste hier, ne? Schön, dass wir den als letztes erklimmen. Das freut mich. Das passt gerade. So geil. Na komm. Wenn die Folge gleich schon wieder vorbei ist, haben wir einfach mal gar nichts gemacht. Naja, aber immerhin haben wir den höchsten Aussichtspunkt in Damaskus betreten, oder? Ah, der da hinten ist, glaube ich, noch eine Ecke höher. Und jetzt klingelt das Telefon. Nicht wundern. Wir synchronisieren und lassen uns nicht beirren. So, ich hoffe, der gute Herr oder die gute Frau am Telefon merkt, dass ich nicht rangehe und legt gleich wieder auf.
Und jetzt, wo ist denn das Ding da unten? Ach da, okay, wir springen. Ja, klappt. Gut. Sehr schön. Aber aufgetan hat sich hier jetzt nichts. Alter, leg doch auf, ich gehe doch eh nicht ran. Merkst du das nicht? Ja, wir haben eigentlich noch ein Wissen offen stehen. So, jetzt hat er es endlich kapiert, dass ich nicht dran gehe. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal gerade schauen. Hier mal durch die Menschenmenge hindurch. Und dann zurück zum Assassinenbüro, weil irgendwie hat sich hier nichts mehr aufgetan. Das heißt, wir haben wohl alle 6 Nachforschungen beendet. Ich habe das jetzt auch gerade gar nicht mehr im Kopf. Und dann holen wir uns mal das Okay vom Verbindungsmann, dass wir Abu Nugut, hieß er glaube ich, einen Kopf kürzer machen können. Beziehungsweise dürfen wir ihm ja nur die Klinge in den Hals rammen. Ja, wir brauchen ja nur sein Blut und seinen Tod natürlich an der Feder von Al-Mualim. So, Büro des Verbindungsmannes. Und hier ist eine Leiter, da kommt man hoch. Wir gehen mal ganz gediegen hier die Leiter nach oben und hüpfen nicht über die Dächer und killen irgendwelche Unschuldigen. Wobei die natürlich gar nicht unschuldig sind. So, diese Zwischensequenz hören wir uns jetzt noch in dieser Folge an. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Alles klar, dann mal her mit der Flagge. Mit der Feder. Fliegflagge. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. So, das Attentat steht kurz bevor. Und wir werden uns diesem dann widmen. Attentat auf den Händlerkönig, wenn er bei seinem Fest herauskommt, um zu seinen Leuten zu sprechen. Zu seinen Leuten, das klingt schon so, weiß ich nicht, so schmierig, so korrupt einfach. Und ich möchte nicht wissen, wie er zum reichsten Händler hier geworden ist. So, dann möchte ich einfach mal sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir das Attentat auf Abu Nukut durchführen werden. Wo ist denn das eigentlich, das Attentat? Das ist hier unten. Naja, das geht ja. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin, auf Wiedersehen, tschüss und haut rein.